Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Oh yeah, und ich muss mal ganz kurz eine Einstellung einnehmen, machen. Steuerung, nee, Gameplay, Blickempfindlichkeit. Ich weiß nicht, warum sie so langsam plötzlich war, aber ich habe gute Neuigkeiten, also für mich, nicht für euch. Ich spiele jetzt mit dem Xbox One Controller, das heißt, sobald ich meine anderen Knöpfe mal wieder angeschlossen habe, habe ich mehr Knöpfe zur Verfügung. Und das ist awesome. So, sehr schön. Ich möchte gerne diese, jene Quest, die wir jetzt bekommen haben, gerne fortführen, weil diese Quest scheint von den Nebenquests wohl eins der interessantesten zu sein, die es hier gibt. Das ist so wie damals bei Fallout 3. Es gibt Quests, die sind einfach um Längen interessanter als die Hauptstory. Das war schon in allen Bethesda-Teilen so, dass es viele Nebenquests gab, die einfach nur so geil waren, dass man keinen Bock auf die Hauptstory hatte. So. Und schon sind wir draußen. Wir werden jetzt einfach mal die Quest machen. Ich habe übrigens vergessen, welche Quest das war, weil es ist ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Ich habe jetzt nämlich Windows 10 installiert und das ist quasi wie in den letzten Wochen wieder ein neuer Test von mir. Ich verwende jetzt einen neuen Codec und ich verwende jetzt Windows 10. Ich habe gehofft, dass dadurch ein bisschen, nicht die Performance, Performance war ja schon recht gut bei mir. Ich dachte schon, er ist böse. Aber ich dachte so, die Ladescreens werden dann besser. Hallöchen. Das ist ein Privatgrundstück. Ich darf hier sein. Ich hab die Erlaubnis, du Arsch. So, wir gucken uns mal die Quest an. Sonderlieferung. Sprich mit dem Chef der Wache. Okay. Und der befindet sich... Geht ja um die Lieferung, die er erwartet, ne? Wahrscheinlich in seinem anderen Zuhause. Wow, wow, wow. Okay, das ist ein Stück weit weg. Kinderkrippe. Cool. Gehen wir mal dahin. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass es keine Kinder gibt in diesem Spiel? Ne, nicht in diesem Spiel, sondern in meinen Siedlungen. Das ist höchst mysteriös. Höchstwahrscheinlich deswegen, weil, ja, die Bewohner sterben können durch Angriffe. Und das werden wir bald hier alles auseinandernehmen. Ha! Und deswegen gibt es wahrscheinlich keine Kinder, oder? Ich weiß es nicht. Moment. Kann ich eine Mrs.? Bist du Mrs.? Nein, bist ein Kerl. Aber kann ich eine Mrs. mit einem Kerl verbinden und dann machen die ein Baby wie bei Fallout Shelter? Weil im Grunde genommen sind ja diese Settlements sehr ähnlich mit Fallout Shelter. Ich denke mal, das sollte die Vorbereitung auf Fallout Shelter werden. Nee, andersrum. Fallout Shelter soll die Vorbereitung dafür werden. Nehme ich jetzt mal stark an. Deswegen müsste man doch eigentlich Kinder zeugen können. Und wenn nicht, wird es definitiv eine Mod dafür geben. Bald. Ich werde es auf jeden Fall nachgucken. Wenn das möglich ist, Freunde. Huhu. Dann geht wieder die Orgie ab. Huh. Wo kommt ihr denn her? Oh oh. Gefahr. Gefahr. Warst du das, die? Nein. Alter, nimmst du auch mal Schaden dadurch? Ich will nur gucken. Ah, sie macht tatsächlich Schaden. Ich weiß gar nicht mehr, wo meine Waffen bei sind. Ist ja gut. Ja, weißt du was? Ganz ehrlich. Es reicht mir. Wächter, ach, da warst du ja. Naja. Jetzt zu spät. Huch! Achso, jetzt schon Schaden bekommen. Das ist der Beinrammler? Ja, bis ich meine Waffen gefunden habe, bin ich tot, ey. Okay. Ich gewöhne mich noch daran. Wo meine Sachen sind. Eines Tages. Eines wunderschönen Tages. Sag mal, wer schießt denn da noch? Oh, das ist eine Mine. Noch eine Mine. Sag mal, kannst du das mal lassen da hinten? Wo bist du? Ich will nicht die Bienen töten. Ah, ich habe die Schüsse gesehen.
Ja, wow. Schlechter. Okay, Giftspritze. Was haben wir denn hier? Quick dich tot. Bringt mir auch nichts, ne? Irgendwie? Hat er mich vergessen? Er hat mich vergessen. Cool, aber Quick dich tot kann ich jetzt vergessen. Der lieber Wächter ist Aufsehers, ne? Aufseher des Wächters. Was? Ich muss niesen. So, meine Verwirrtheit habe ich gerade wieder weggeniest. So, ich konnte mich überhaupt gar nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit diesen Juckreiz hatte in der Nase. Kennt ihr bestimmt, ne? Deswegen hört man ja auch meistens auf zu sprechen, wenn man niesen möchte. Breakheart-Ufer. Wer da sein? Niemand, das war eine Miete, ist von allein hochgegangen. Eine Fliege. Ich weiß auf jeden Fall nicht. Biene, ey. Wie ich das hasse. Ich mir hänge deine Eingeweide um den Hals. Du bist auf jeden Fall schon mal sehr schlau. Packe einfach mal deine eigene Hütte ab. Sehr unaufhaltsam. So. Könnte man die Siedlung werden hier, oder? Ich glaube fast schon nicht, nein. Nein, das dürfte keine Siedlung werden. Gehen wir erstmal hier hoch und gucken, was es hier zu looten gibt. Ja, wir haben hier eine Waffenbank. Vielleicht kann das doch irgendwie. Bist du denn? Erstmal krasses Sturmgewehr. Oho, wir haben eine neue Waffe gefunden. Vielleicht kann man die umbauen. Jagdgewehr. Achso, 15. Achso, das wollten wir umbauen, ne? Rotzange. Sturmgewehr. Ja. 48 Schaden. Munition, die wir nicht kennen. Behalten wir definitiv. Vielleicht kann man die lustig umbauen, aber wir werden auf jeden Fall auch eine legendäre davon finden. Ich? Güterli, wo bist du? Wo bist du denn? Ach man, ich brauche eine Markierung für den Hund. Ganz ehrlich. Soll ich den jemals wiederfinden? Ja, nö. Danke, aber nö. Brauche ich nicht. Gab's hier nicht noch ein zweites? Hab ich gerade irgendwas gehört? Du jetzt versuch. Was soll ich versuchen? Ich weiß es nicht. Oh. Der könnte diese Waffe haben, die wir brauchen. Das war, bis er mich vergessen hat. Dann können wir ihm richtig eins reinzimmern. Oh, ich dachte, du wärst ein Supermutant. War mal kein Scheiß, Kleiner. Kämpfen, Feigling! Zeit zum Sterben! Nicht dein Ernst? Okay. Ist ja okay, ich verpasse dir eins. Jetzt hat der Hund ihn schon verletzt. Hund, warum verletzt du ihn? Am besten ich laufe nur ganz alleine. Mit der Waffe ist es recht einfach, muss ich sagen, ja. Melone? Was? Ist doch keine Melone, das ist eine Waffe. Lederrüstung. Einbeweglichkeit und Wahrnehmung. Gute Frage. Da müssen wir, ne? Was haben wir denn derzeit? Das ist hier der hier, ne? Aktionspunkt. Achso, komm. Auch keine Aktionspunkte. Aktionspunkte. Wie sage ich jedes Mal Auktionspunkte, als würde ich die Auktionspunkte verkaufen. Dabei sind das Aktionspunkte. Ja, nice. Leichen. Wir gehen da mal hin. Ich bin ein bisschen geistesgestört. Kaum sehe ich Leichen, will ich da hingehen. Weißt du, wie schwer
Ich beschwere mich jedes Mal, dass die Gegner zu den Leichen laufen, um zu gucken, was da passiert ist. Und was mache ich jetzt gerade? Ich laufe hin und gucke, was da passiert ist. Alter, musst du schwimmen? Oh, ich dachte, ich kann den Fisch aufheben. Ich kann die Angel aufheben. Cool. Das wirkt noch sehr interessant, aber ich habe so das Gefühl... Ich kriege natürlich eine Verseuchung. Nur gucken, was da drin ist, dann können wir wieder laden. Falls da was drin ist. Ja, nö, nichts. Schön. Dann lade ich einfach. Nö, nö, nö. Nicht mit mir, Freunde, nicht mit mir. Gut, ich nehme mal an, die haben einfach geangelt und dann sind die Atombomben runtergekommen. Also das ist ja eigentlich die... Der erste Gedanke bei allem und jeden. Was ist das da? Ist ein Gegner oder so? Okay. Ich würde es nochmal getestet haben. Irgendwas hier in der Nähe, was ich töten kann? Nein. Wir müssten definitiv darüber. Gibt es hier irgendwo eine Brücke? Die Brücke wäre echt cool. Ha! Bridge. Sehr schön. Da gehen wir nochmal lang. Guck mal, hier sind so viele Bäume. Wieso kann man mir nicht einfach eine Axt in die Hand geben? Und dann drehe ich hier durch. Wäre das Beste. Hätte ich ganz, ganz viel Holz. Oh. Ein Panzer? Das halte ich aber für ein Gerücht, dass den... Achso. Ich wollte gerade sagen. Kampfroboter der Aggressoton-Klasse an unbekannten Eindringlingen. Zeigen Sie sich unverzüglich. Hä, was? Was doch? Nö, das war nicht Wächter, das ist Aufseher, ist okay. Aufseher des Wächters. Was? Ich weiß es nicht. Was bist du für ein komischer Mr. Handy eigentlich? Oh Gott! Was zum? Was war da? Laser? Ich wollte übrigens gerade sagen, das halte ich für ein Gerücht, dass niemand den Panzer da mitgenommen hat, aber ich halte es immer noch für ein Gerücht. Weil. Also ein bisschen seltsam, weil er ist ein für mich intakter Panzer, den man hätte fahren können. Und keine Sau interessiert sich dafür. Die gehen lieber in eine Powerrüstung rein, ja? Das ist doch unlogisch. Okay, Freunde, aufgepasst. Jetzt wird's hart, komm mal. Hallo, du da. Sensorwarnung. Oh. Anomalie entdeckt. Direkt neben mir, Hilfe. Ach, das ist... Ah, das war die Olle. Weiß nicht, wo sie ist. Aber sie weiß, wo ich bin. Und das ist, Aggressatron da. Du, meine Liebe, du kriegst auch gleich einkassiert. Wo ist sie hin? Ah. Wo ist sie hin? Wie oft will ich mich das noch fragen? Ich weiß es nicht. Oh, sie hätte fast geschossen. So, Fusionszellen, das nehmen wir. Einen ganz anderen Kram nehmen wir mit. Und das Aggressionsding hier auch. So. Fliegen. Warum? Shit. Okay, abspeichern. Ich hab mehr Angst vor dem Fliegen als vor den Robotern. Haben wir hier irgendwas für mich Schnuckliges drinne? Ja, ein Sack, wo nichts drin ist. Ein paar Tonnen. Also eigentlich ein Fahrzeug, das man hätte ignorieren können. Gut. Gehen wir zurück. Ah, kann sich nicht mal da durchschlängeln? Darf ich in den Panzer einsteigen? Nur um die Fliegen zu töten. Ich will nur die Fliegen töten. Dann bin ich auch wieder weg. Ah, da kann man höchstwahrscheinlich nicht einsteigen. Seltsame Panzer aber hier. Wo sind die Fliegen hin, sag mal? Oh. Ich versuche es. Okay, Beinrammler. Tu dein Bestes.
gut, Käfer. Zum Glück habe ich dich gesehen. Wenn ich die Todeskralle angreife, dann kommst du daher geschlichen und tötest mich. Oh oh. Oh, ich dachte, das wäre die Todeskralle. Das ist ja was anderes hinter mir her. Eine Red. Dann töten wir halt die Red Kakerlake mit dazu. So, Todeskralle. Ich wünsche mir Glück. Oh. Ich bin am Blatt vorbeigelaufen und dachte, das wäre eine Kralle von der Todeskralle. Sorry, ich bin gerade ein bisschen schreckhaft, weil ich nicht weiß, wo sie ist. Ich will sie töten. Ich weiß nicht wieso. Wie gesagt, ich bin ein bisschen geisteskrank. Ich suche die Herausforderung. Nicht bewegen. Nein, das war der Arm. Ha! Genau, verprügel lieber meinen Hund. So ist eigentlich dein anderes Bein verkrüppelt. Ich schieße die ganze Zeit aufs linke. Okay. Gut, dann schießen wir halt aufs rechte. Das ist ich. Fall doch einfach rum. Bitte. Ich glaube, das gibt mir ein bisschen mehr Zeit. Na gut, dann bleib so. Hoffentlich erholt sie sich nicht. Bam, 61 EP. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja, natürlich, ich hab dich auch getötet. Armee-Munitionstasche? Was ist denn das? Wo finde ich das? Hilfsmittel? Wenn, dann muss es ganz oben sein irgendwo, ne? Wegen Armee. Mit A. Nö, Schrott. Es ist Schrott. Ballistische Faser. Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr selten an. Hat sich gelohnt, hoffe ich. Denke ich. Mutig. Wir speichern ab. Und ihr seht, Todeskrallen. Kein Problem. Die mache ich doch fertig. Und letztens hat sich noch Angst vor denen. Pah! Was ist das für ein Ort? Achso, das ist nicht auf der Karte. Ah, ich wollte über die Brücke gehen, ne? Habe ich die Brücke gesehen? Der ist lock. Werkstatt sauberer. Hier können wir noch. Und der Pool ist cool. Sauberes Wasser. Wir haben einfach mal sauberes Wasser hier. Okay. Fühl dich ganz wie zu Hause. Die haben höchstwahrscheinlich noch keine Mission für uns, oder? Hallo. Wenn du Kronkorken hast, hab ich die Waren. Sicher. Total geil, ja. Das hört sich gerade nicht so nett an. Hört sich irgendwie ein Monster. Gut, hier gibt es wahrscheinlich noch keinen Auftrag für uns, aber wenn es hier einen gibt später. Was ist das? Achso. Dann kommen wir einfach zurück. Ah, weißt du, was sollen die da an der Fabrik kämpfen? Ist mir scheißegal. Ich will darüber. Irgendwie. Ach, da ist besagte Brücke, okay. Dann gehen wir vorher aber nochmal ins Dinner. Ins Dinner. So, ist ja nicht so, als könnten wir durchs Fenster kriechen.
Das wär's. Hallo. Achso, du hast kein Loot für mich. Schade, ich hab mich schon gefreut. Schade, verbrannt. Ich habe aber doch die Hoffnung, dass wir sie wiederherstellen können. Sag mal, lass doch mal die Leichen in Ruhe, die haben dir nichts getan. Das ist einfach mal nix. Leguan-Suppe, yeah. Ich weiß zwar noch nicht, wie lange sie da liegt. Aber das ist mir total wuppe. Ich werde sie mir reinziehen bei Gelegenheit. Das ist eine Scheißbrücke. Hat sich doch irgendwas bewegt. Ja, komm. Dann springen wir halt rüber. Ja, und ich weiß, du kannst es. Okay, perfekt. So, jetzt müssen wir diese Brücke nur irgendwie nutzen, um rüberzukommen. Da haben wir schon voll die Halluzination. Bild mir ständig ein, dass hier irgendwas ist. Schon wieder Alpha-Todeskralle. Oh, habe ich dich schon verkrüppelt? Ich hoffe, ja. Sehr schön, das jetzt können sie mal zu mir schleichen. Einfacher als gedacht. Auch wenn die ein bisschen mehr drauf hat. Moment, wollen wir jetzt weitermachen? Ja, das wollte ich nicht. Einstellung, wenn sich mein Controller umgestellt hat, ne? Ah, oh, ich dachte schon. Lass mal meinen Hund in Ruhe. Sehr nice. Ha! Todeskralle 0, 0, mindestens 50. Ja gut, sagen wir Todeskralle 20. Ich meine, die haben mich am Anfang noch ein paar Mal getötet. Ich gebe es ja zu. Jetzt müssen wir mal verdammt aufpassen, ey. Hier sind mir zu viele Todeskrallen. Das geht gar nicht klar. Die chillen hier einfach überall. Warum chillen die? Damals sind sie gelaufen. Und jetzt verstecken die sich. Tarnen sich als Stein. Ja, leck mich. Warum? Wir haben gespeichert. Ich glaube, die Skorpione sind schlimmer. Alter, ich weiß, dass ihr da seid. Mach mal hier keinen Scheiß. Nö. Ich geh außen rum. Auf Skorpione habe ich auch gar keinen Bock. Und wenn dann nochmal so ein legendäres Viech kommt, ne? Im nächsten Mal habe ich wahrscheinlich nicht so viel Glück. Maria? Maria, Maria. Ach, das ist das Grundstück, ja? Hier ist der Zutritt verboten. Geh lieber weiter. Edward Deegan schickt mich. Ich suche nach einem verschollenen Paket. Ah, oh, du bist der Neue? Also dieses Paket. Ich weiß ziemlich genau, wo es ist. Die Typen, die Ben erschossen haben, halten sich in der Parsons-Molkerei versteckt, nördlich von hier. Wer sind diese Typen? Raider? Natürlich. Arschlöcher mit Waffen. Obwohl es seltsam ist, dass sie immer noch in der Gegend sind. Es ist gut möglich, dass sie diesen Ort hier auskundschaften. Das gefällt mir nicht. Ich bin froh, dass du sie uns endlich vom Hals schaffst. Du hast eine fette Wumme, wieso machst du es nicht selber? Sprich mit Maria, wenn du was brauchst. Mach ich doch. Maria hat das Sagen. Okay, wo sollen wir jetzt hin? An den Rand der Karte. Wir sind schon wieder am Rand der Karte angelangt. Ha! Von einem Rand zum nächsten. Wieso leuchtet das grün? Jetzt mal im Ernst, wieso leuchtet das grün? Ah! Leuchtpilz. Von einem Rand zum nächsten Rand. So. Sind überall noch Sachen, die ich gerne entdecken möchte. Aber wir versuchen mal erstmal die Story weiterzumachen. Und ab und zu mal auf den Watz-Modus zu klicken. Nur für den Fall der Fälle, dass sich hier irgendwo eine Todeskralle versteckt. Außerdem mag ich den Regen nicht, weil er alles so dunkel macht. Alles sieht hier nach Feinden aus. Und Skorpione kann man sowieso nicht sehen. Drecksviecher.
Damals sind die Gegner noch im Land rumgelaufen und jetzt verstecken die sich. Finde ich nicht so nice. Hier sind über Leuchtpilze, ne? Ich sehe nicht eine einzige Person. Boah, ist das geil. Irgendwie kommt mir der bekannt vor. Der Turm. Ich weiß aber nicht woher. Vielleicht habe ich den mal auf dem Bild gesehen. Ich höre Stimmen. Niemand. Jetzt niemand mehr. So. Oh, ein Abenteurer. Ich denke mal, das ist der Boss. Nicht entdecken, bitte nicht entdecken. Auf mich zu entdecken. So, Madame. Was hast du da in der Hand? Ah, also wieder so eine Waffe, die wir jetzt neu gefunden haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißt. Easy. Untersuchen wir den Ort. Hey, wo ist denn? Ah, da ist deine Leiche. Ich wollte gerade sagen, wo ist deine Leiche? So, mysteriöses Serum. Radioaktivität. Minus 36.000 Schadenresistenz? Ich weiß nicht. Wir werden aber das Spiel mal kurz laden. Wir werden das Ding zu uns nehmen, sobald wir bei dem Typen angekommen sind und dann sagen wir, hops! Hab's schon eingenommen, es tut mir leid. Sah so lecker aus. So, Hundi! Hey, hier drüben. Oh, bitte sei nicht voll, Hundi. Ich kann mich nicht erinnern. Oh. Ja, es geht. Wir haben gar nicht mal so viel Schrott dabei. Oh, ein Safe. Und ein Bilderrahmen. Bilderrahmen gibt mir Holz. Logischerweise, deswegen brauchen wir den. Das ist alles Holz, mit dem was geht. Denn, Freunde, wir wollen morgen... Das wär's. Ja, morgen im Livestream bauen wir wieder an unserem kleinen Häuschen, beziehungsweise an unserem Sanctuary. Und... das kommt natürlich alles auch auf den Livestream-Kanal. Das heißt, solltet ihr den Livestream-Kanal noch nicht abonniert haben, dann geht doch mal auf meine Startseite rechts bei empfohlenen Kanäle. Findet ihr meinen Streaming-Kanal, wo alle Wiederholungen landen. Aber spielen wir erstmal weiter voll. Aha, hier geht's hoch. Was hast du gefunden, Kleiner? Los, zeig. Das ist das Gute an dir. Du verarschst mich immer, ne? Ja, da verarschst du mich. Hast mich gut verarscht. Hier ist doch gar nichts. Rexköder, ey. Dafür komme ich nicht so runtergelaufen. Ja. Na, schlafen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das nehme ich aber mit. Nicht aufgeblasener Kickball, das ist gut. Oh, ganz viele Schrauben. Und Holz. Und eine Leiche. Wahrscheinlich hat er das hier gesehen, ne? Nur kam nicht hoch. Hier geht's ja noch weiter. Angel. Buffout. Irgendwann noch im Spiel. Cool. Rettungsring, ja nö. Muss nicht sein. Aha! Ein Jagdgewehr. Wow.
habe eher hier so eine fette Sniper vermutet. So eine fette Sniper brauchen wir noch, ne? Ja. Aber das kriegen wir früher oder später, Freunde, da kriegen wir alle Waffen zusammen. Vermute ich mal. Gut. Dann lass uns mal zurückgehen und vor seinen Augen sein Ding ins Kirchens benutzen. Da wären wir doch. Haus der Kabels. Ob er mich versucht umzubringen, wenn ich es eingenommen habe? Oder muss ich es einnehmen als Test? Schauen wir mal. Also wirklich viel hat Windows 10 jetzt nicht gebracht im Ladescreen, muss ich sagen. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Tag. So. Dann gehen wir direkt mal in den nächsten Ladescreen. Wisst ihr noch damals, als Fallout 4 angekündigt wurde? Es gibt kaum noch Ladescreens. Dafür sind sie aber länger. Das ist untragbar. Emogene ist verschwunden und ich will, dass sie gefunden wird. Sie ist nicht verschwunden, Mutter. Weißt du, wo sie ist? Nein. Hast du rausgefunden, was die ist verschwunden und sie muss gefunden werden. Ist Edward nicht da, um die Familie zu beschützen? Mutter, Edward hat Besseres zu tun, als jemanden nach Emogene suchen zu lassen. Schon wieder. Ich mache mir solche Sorgen, was Emogene alles zustoßen könnte. Hört sich an wie eine Katze. Edward wird nicht alles stehen und liegen lassen, nur weil sich Emogene wieder ein Lover geangelt hat. Jack, wie kannst du es wagen, so respektlos über deine Schwester zu sprechen? Das ist bestimmt eine Katze. Wenn dein Vater hier wäre, würde er jemanden nach Emogene suchen lassen. Das hatten wir doch alle schon, Mutter. Du hörst mir ja nicht mal zu, Jack. Sie ist eine erwachsene Frau. Sie kann sehr gut auf sich aufpassen. Ja, die Dialoge brauchen ein bisschen Zeit, bis sie starten. Emogene ist irgendwo da draußen. Vielleicht liegt sie tot im Graben. Und dir ist es egal. Ich bin nicht Emogenes Babysitter. Wenn sie verschwindet, ohne es jemandem zu sagen, ist das ihre Sache. Emogene, muss ich mir merken. Ich bestehe darauf, dass du nach Emogene suchen lässt. Mutter, lass es gut sein, bitte. Ich glaube, die Pausen sind extra für Let's Player da gedacht, damit sie was dazu sagen können. Nicht zu fassen, dass es dir egal ist, was mit deiner Schwester passiert. Wenn sie gewollt hätte, dass wir wissen, wo sie ist, hätte sie es jemandem gesagt. Ja, stimme ich voll und ganz zu, das stimmt. Nicht zu fassen, dass es dir egal ist, was mit deiner Schwester passiert. Ich bin nicht Emogenes Babysitter. Wenn sie verschwindet, ohne es jemandem zu sagen, ist okay. Das ihre Sache. So, wir speichern kurz ab. Und dann ziehe ich mir das Zeug rein. Hilfsmittel. Was ist Hilfsmittel oder diverses? Achso, mysteriöses, genau. Mysteriöses. Wo haben wir es denn? Serum. Bist du eingenickt oder was? Nicht wann so werde ich bezahlt? Dazu kommen wir noch. Erst muss ich wissen, was mit dem Kurier ist. Nur ein paar Raider, die ihn überfallen haben. Mir gefällt nicht, dass sich Raider bei Parsons rumtreiben. Hoffentlich ist das nicht der Anfang eines Problems. Was ist mit dem Serum, das er bei sich hatte? Konntest du was zurückholen? Wenn dein Vater hier wäre, würde er jemanden nach Emogene suchen lassen. Es war nur eine Ampulle übrig. Und die habe ich verwendet. Zumindest bist du ehrlich. Das war eine echt dumme Idee. Aber das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Du bekommst keine Bezahlung, weil du meine Anweisung nicht befolgt hast. Ich muss sagen, das war kein guter Start. Als nächstes kommt dann... Verdammt. Es ist an der Zeit, dass du Wilhelmina kennenlernst. Jack wird darüber nicht erfreut sein. Komm. Mutter, lass es gut. Jack, ich kümmere mich drum. Mrs. Covert, keine Sorge. Ich schicke jemanden, der Emogene sucht. Danke, Edward. Auf dich kann man sich immer verlassen. Warum kannst du nicht so treusorgend sein wie der liebe Edward? Du solltest nicht so nachsichtig mit dir sein, Edward. Das nächste Mal wird es noch schwieriger mit ihr. Ich mache nur meinen Job. Apropos, wir haben die letzte Lieferung aus Parsons gefunden. Allerdings hatten wohl Raider alles aufgebraucht, bevor wir dort waren. Oh, das sind schlechte Nachrichten. Unser Vorrat ist sehr knapp.
Nun, dann müssen wir bis zur nächsten Lieferung durchhalten. Imogene ist Jacks Schwester. Das hast du dir sicher schon gedacht. Sie ist etwas flatterhaft, impulsiv. Von Zeit zu Zeit verschwindet sie. Normalerweise mit einem neuen Liebhaber. Dann schicke ich jemanden los, der sie zurückholt. Tja, ich muss sagen, Edward, ich mag dich. Du hast für mich gelogen. Kein Problem. Ich hol sie zurück. Das Problem ist nicht, sie zu finden, sondern sie zu überreden, wieder nach Hause zu kommen. Ich weiß nicht, wo sie hin ist, aber ich weiß, wo du mit der Suche anfangen solltest. Sie hat viel Zeit im Good Neighbor verbracht, im Jazzclub dort, dem Third Rail. Dort wird jemand sicher was wissen. Sie ist nicht für ihre Verschwiegenheit bekannt. Ist sie die Sängerin? Wie hieß die Sängerin nochmal? Hieß nicht Imogene? Was ist, wenn sie nicht nach Hause kommen will? Als Teil der Familie kann man sie nicht einfach bewusstlos schlagen und nach Hause schleifen. Normalerweise langweilt sie die ganze Sache schon längst, wenn ich jemanden losschicke, und sie kommt freiwillig mit zurück. Dir wird schon was einfallen. Du sollst doch gewitzt sein. Schon vergessen? Na gut. Und somit gehen wir nicht nach Good Neighbor, denn wir machen hier ein kleines Päuschen. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge von Fallout 4. Ne, Doggy? Doggy Bidi? Bidi Doggy? So viele Türen. Da brauche ich den Schlüssel. Na gut, haut rein, euer Zero. Tschüss.